Zu diesen eingefleischten Fans gehört auch der Mann, der hier zu Hause ist. Christoph Kipfer ist hauptberuflich Lehrer und arbeitet an zwei freien Halbtagen pro Woche in seiner Werkstatt an Velosolex. Seine Leidenschaft hat vor 17 Jahren angefangen. Ja, es ist am Anfang so ein bisschen Hassliebe geworden, muss ich sagen. Und ich kenne noch lange nicht jeden Trick, aber ja, über die Jahre wird es natürlich schon ein bisschen ringer. Aber es gibt manchmal so Lexen, wo mir auch fast verzweifelt dran. Also bis heute. Ja. Mit der Zeit hat sich Christoph Kipfer mit den Eigenheiten der Solex angefreundet. Wer Einzelteile, eine Reparatur oder sogar ein ganzes Solex sucht, ist bei ihm richtig. Und das Interesse in der Allgemeinheit ist in den letzten Jahren angestiegen. Das Faszinierende ist ja, dass sie so wenig Leistung im Prinzip haben und auch sehr sparsam sind. Und von dem her, ja, eben wirklich auch ganz, ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Berufsschichten, Altersklassen ansprechen, bis heute, oder? Das Solex verbindet. Christoph Kipfer verschickt Einzelteile, zum Teil bis nach Australien. Das Kultobjekt trifft anscheinend genau den Zeitgeist. Viele Leute teilen auch ein bisschen um und sehen, dass wir einfach eine totale Wegwerfgesellschaft geworden sind. Oder nicht nur wir, eben weltweit ist es leider so. Und wenn man natürlich etwas Altes noch im Leben erhält oder auch wieder flickt, ist das besonders faszinierend. Weil viele Leute sind enttäuscht, wenn sie neues Zeug anschaffen und dann sind sie irgendwie im Geschäft vorbei. Dann heisst es ja, wir müssen das entsorgen, wir können etwas Neues haben. Also, und dort sehe ich natürlich schon, dass ganz, ganz viele Leute eben an diesem Retro hängen, an diesen guten alten Zeiten, Arten und Erinnerungen, ganz klar. Ja. Hier sind wir wohl am Ursprung des Solex-Kults angelangt. Das Objekt fasziniert die Menschen und schlägt Brücken über die Generationen hinweg. Zu mir kommen sehr viele ältere Papinnen, die einfach ja, in einer Art einsam sind. Es ist wohl um das alte Zeug herum, können wir das Käfer nehmen. Viele kommen von 70 aufwärts bis 90. Und der älteste Kunde ist 92 von Bern auf Argen noch Solex.